Oh, ja, kommt, Leute. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Die sind nicht ohne, tatsächlich. Die Bobbins Brothers. Ja. Springt mal hier rüber. Autsch. Kommt rüber. Nein, nicht so. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Ich habe die Taktik noch nicht raus. Ärgerlich. Damn it. Ja, Chaos ist kacke. Er darf nicht stehen bleiben. Das ist nicht gut. Ich darf nicht einfach drauf losballern. Das ist unklug. Ach, ich mag die nicht. Die sind so viel schwieriger als die anderen zwei. Ja, herrlich, herrlich! Habe ich euch? Nein, habe ich nicht. Oh, unfair! Behindert! Kacke, meine ganzen Leben, die ich mühsam mir aufgespart habe. Ja, komm. Wir gehen erstmal hier rüber. Shit. Kacke. Nein. Okay, zwei sind einfach. Ja, zwei sind einfach. Okay. Drei Versuche? Vier? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich war zu ungeduldig bei den Versuchen zuvor. Das macht mich ein bisschen pissig. Ich bin ja immer auch selbstkritisch. Also man mag es kaum glauben, aber ich bin doch sehr selbstkritisch, auch wenn ich mich in diversen Situationen immer über den grünen Klee lobe. Aber, in Wahrheit, da ärgere ich mich immer richtig, richtig derbe. Naja, jetzt haben wir das Amulett. Das heißt, wenn wir genug Muscheln einsammeln, dann können wir mit L und R uns so aufladen, dass wir bei so einem Spezialsprung wie eine Kreissäge werden. Aber, ich werde diese Fähigkeit wohl sehr selten benutzen, weil ich erstens nicht daran denke und zweitens die gar nicht so praktisch ist. Aber wir werden schauen. Vielleicht ergibt sich die Chance, dass wir irgendwie ein bisschen klüger das anstellen werden. So, auf einmal geht die Statue weg und aha, da ist das Amulett also. Juhu, jetzt können wir den Flöhen noch mehr Feuer unterm Hinter machen. Ich glaube, sowas in der Art sagt er, aber ja. Das werden wir dann noch sehen, ob das wirklich dann der Fall ist. So, Plocktown. Ja, die Viecher, also, allein diese Viecher sind schon so nervig. Kann man nur kaputt machen, wenn die in dieser Skelettform sind. Und ach. Ja, sauber, ey. Und dann kommen wir unendlich raus. Also, lohnt sich gar nicht, gegen die zu kämpfen. Ich bin kein Fan von diesem Level, ehrlich gesagt. Es dauert lange, es ist nicht gerade einfach. Und es ist noch nicht mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was auf uns noch zukommt. Aber naja. Also bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist das alles noch relativ machbar, aber spätestens, wenn man seine Gliedmaßen, in diesem einen Level, wo man seine Füße verliert, ab dem Zeitpunkt, da ist das echt widerlich hart. Naja. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Das sammeln wir ein. Dich machen wir kaputt. Dich auch. Und Hendrik hat die Gurkenmann genannt, ne? Kann das sein? Das sind die Gurkenmänner. Komm. Och, ich bin noch nicht da hoch, ey. Ganz ehrlich. Danke. War hier nicht eine Kreissäge? Doch. Oh, ne. Jetzt muss ich gleich den ganzen Weg zurück, ne? Da war nicht so dolle von mir. Ach du.
Ja, komm, ey. Wo kommen die Baumstämme nochmal? Nee. Ich muss hier hoch. Das war nicht klug. Das war nicht klug. Oh, da ist er. Als ob ich das nicht gerochen hätte. So. Kommen die Baumstämme wieder? Das ist auch noch eine Frage, die berechtigt ist. Sieht nicht so aus, aber hier sind ein paar Bienen. Hör ich Rollen? Hör ich Rollen? Ich höre kein Rollen. Oh, jetzt. Oh, hallo. Stirb. Ja, da kommen welche. Und ich glaube, es kommt noch einer. Ja, ein schneller. So, jetzt hier bloß nicht den Fehler machen und einen großen Sprung machen, denn sonst landet man auf der Brücke und muss den ganzen Weg nochmal hier rüber spazieren. Und deswegen immer so einen kleinen Sprung, springt hier drauf und geht weiter. So, da gehen wir rein, denn ich glaube, hier kann man gut Leben fahren. War das nicht irgendwie so? Ich mein schon. Oh, das war knapp. So, dann sammeln wir die ein, die ein, die ein. Die ein, die ein. Die ein. Hoppala. Ist nicht so einfach. Hoppala. Ein bisschen Konzentration muss sein. So, hopp. Ja, witzig. Witzig, witzig. Jetzt müssen wir die Blume da oben kaputt machen. Mit der super Attacke hier. Bonusblock. Für mich und dich und für alle Freunde überall. Block continue. Hätte ich vielleicht nicht einsammeln sollen. Hoi. Hoi, hoi, hoi. So, kann man jetzt hoffen. Das war ein bisschen unklug jetzt, das Ende von mir. Muss ich echt zugeben. Das, hätte man besser machen können, aber egal. Oh! Aber die gehen gut kaputt durch diese Fähigkeit. Also so schlecht war es dann doch nicht. Ich höre wieder so ein Gehopse. Ja, 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 ja. Sehr gut. What? Was hat mich da getroffen? Nicht drauf geachtet, ne? Typisch. Typisch me. Ein Floh noch, ne? Ein fucking Floh noch. Und der wird mir vielleicht das Genick brechen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit, ey. Och, Kacke. Das Timing war sowas von off. Oh, damn it, ey. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. So ärgerlich. Verdammt, ey. Mann, Mann, Mann. So kurz vorm Ende. Ich liebe es. Ich liebe es. Wirklich, man darf nicht leichtsinnig werden bei diesem Kackspiel, ey. Ohne Mist. Ich geh jetzt einfach da drunter. Ja, ja, genau. Leck mich alle hier. Kacke, ey. Das war richtig ärgerlich. Ich meine, es geht jetzt relativ schnell hier weiter, aber Mann. So, hier ist aber. Damn it, ey. Damn it, damn it, damn it. Habe ich jetzt den Buchstaben nicht eingesammelt? Ich könnte jetzt da wieder eigentlich rein, glaube ich, aber habe ich jetzt wirklich keinen Bock drauf. Ja, was soll ich sagen? Dumm gelaufen. Richtig schlecht gemacht von mir. Aber das kennt man auch von mir, ne? Diese Zottligkeit an manchen Stellen. Also an manchen Stellen richtig gut und dann kommen solche Schlaganfälle von mir und ich krieg gar nichts mehr hin. Einfach, ich habe einfach vergessen, dass die vorher die Farbe wechseln und man dann einfach springen muss, aber. Ja komm. Komm, 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 komm. Hey. Ich fass es, ne? Er hat mir. Ey, wie die da unten auf mich schießen, das ist ja fast von Hohn.
Komm, das muss ich jetzt aber schaffen, ne? Das ist das Ende. Damn it, ey. Meine Fresse. Komm, wir gehen erstmal nach links. Also so viel Zeit muss sein. Geht das Teil auch wieder zurück, oder was? Ich hoffe nicht. Das war ein bisschen lame. So, geht doch. Puh. That was a breeze. Schaffen wir noch ein Level? Ach so. Es ist Boss-Time. Ja gut, den machen wir noch schnell. Nicht meine Favorite-Bosse. Viel zu ungeduldig dafür, aber... wir werden es irgendwie hinbekommen. Man darf auf keinen Fall den Fehler machen und sich nur auf... Man darf sich nicht auf alle stürzen, sondern man nimmt sich einen raus und den bearbeitet man dann erstmal und dann immer weiter, bis keiner mehr von diesen Pikinos mehr übrig ist. Und ich glaube, so erspart man sich den meisten Ärger. Ich habe mich jetzt auf diesen Lila-Typen hier... Das sind alle Lila, ne? Irgendwie. Ja, der ist zu... Wow, das war knapp. Das war knapp. War auch knapp. Irgendwie leckt's gerade, aber stört mich nicht. Ich weiß auch nicht warum. Hey, komm, das war nicht schlecht. Das war auch nicht schlecht. Mann, ich hasse es. Er ist einfach so zeitaufwendig, dieser Boss. Ich hab den einen getroffen, ich fasse es. Okay, jetzt nehmen wir den blauen. Müsste doch jetzt bald mal kommen hier. Ja, komm. Oh, Kacke. Ja, das war jetzt nicht klug. Das war auch Fail. Richtiger Fail, ey. Ich hasse es. Warten wir, bis er hier ist. Komm. Wie die auch fast synchron hier. Na egal. Okay, okay, okay. Die zwei sind jetzt gefährlich. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Kriegen wir auch irgendwie nicht hin. Behindert, ey. Es ist so behindert, ey. Dich wollte ich nicht treffen, Mann, ey. Ja, genau, ey. Yes. Dich wollte ich nicht treffen. Ganz ehrlich nicht. Oh, schlecht. Richtig schlecht gerade. Yes, 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 yes. Oh, Kacke, er lebt noch. Er lebt auch noch. Oh, shit, ey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Yes, 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 noch einer. Okay, okay, okay. Spannung. Okay, okay, okay. Schöne Lache, schöne Lache. Verdiente Lache. Richtig, richtig stolz auf mich. Ich glaube, die ist richtig stolz auf mich. So, und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um Pause zu machen. Drei Parts wären das wahrscheinlich und wir haben relativ viel geschafft. Also, was soll ich sagen? Ich hoffe, ich werde das dranbleiben an diesem Vorhaben, so einige meiner alten Projekte neu auffrischen zu lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal auch wieder. Also, bis denn.